Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Risen 3 Titan Lords. Das ist mit dem Gift. Die Viecher gibt es wirklich überall. Wir sind bei der nächsten Mine angekommen. Die einzige, die scheinbar intakt ist noch. Scheinbar. Wir wissen nicht, was mit den Krümchen los ist. Die haben da drin irgendeine Probleme. Und wir sind da, um ihnen zu helfen. Ist jetzt mal Ruhe hier. Gut. Okay. Wir sollen die Gnömchen daran erinnern, dass sie ihre Arbeit zu verrichten haben, dass die Menge an Kristallen auch geliefert werden kann. Jo. Tschuslova? Ich tue gar nichts. Ich speichere da mal wieder. Tutaki? Was ist mir denn da ausrauben? Das ist lustig irgendwie. Tanaris-Bandschuh. Nee. Okay. Messerchen. Gabel. Hey, Atto, Atto! Was denn, was denn? Du siehst nichts. Fertig. So und so. Auf damit und fertig. Wurfdolch und Gold nehmen alles mit. So. Schwerer Goldsack. Passt. Erledigt. Mit Tagi. Mimi. Was denn? Ich habe nichts gemacht. So, die Hitten hätten wir ausgeräumt. Ja, dann würde ich sagen, Mine. Trinken wir vorher noch ein paar Schluck. Weil wer weiß, was uns da drin erwartet. So. Guten Tag. Hier haben wir schon magische Kristalle liegen. Fangen wir wieder links an. Ah, es klopft hier irgendwas. Oh mein Gott, ist die groß. Wow. Fleißige Gnome schuften für faule Wächter. Ja. Du bist doch selber ein Wächter der Magier. So habe ich das auch nicht gemeint. Ich finde, nur die Magier könnten sich die Finger auch ruhig selber mal schmutzig machen. Tagebuch eines Gnoms. Das werden wir uns jetzt aber gleich mal anschauen. So. Tagebuch eines Gnoms. Tagebuch eines Gnoms. Tagebuch eines Gnoms. So, Tagebuch. Wo ist es denn? Eines Gnomes. Homi. Homi ist seit vielen Monaten auf Tonereila. Was? Tonereila. Gnos sich versteckt, haben in viele Kava. Homi nicht finden könne. Kommt ein Homi, spricht mit dem Mata. Jetzt wir alle in Minen stehen und hacker schöne Glitzersteine. Mesada, Homi böse zu Gno, nehmen alle Glitzersteine weg. Mata muss verrückt sein. Steht nur noch bei den Homi in Komi Kasa Kavas. Planen was. Homi wolle immer und immer mehr Glitzersteine. Sind sehr hungrig. Gno, alle Wilko zu viele Hacker. Ja. Die schwer leserliche Aufzeichnung eines Gnoms über die Magie, die den Gnom, die die Gnome ausbeuten. Ach ne. Oh, mit Teufeln. Wirklich. Vielleicht können wir ihnen ja wirklich irgendwie helfen. Ratte wieder. Magischer Kristall. Guten Tag. Noedu. Noedu hat Glitzersteine. Und das macht dir Spaß? Jip, jip. Kann ich denn irgendwie helfen? Kann ich denn irgendwie helfen? Noedu. Noedu will weiter hackern. Gnome und ihre komischen Namen. Ich soll dich in Ruhe lassen? Ich soll dich in Ruhe lassen? Jip, jip. Berg ist Granne Kumpo. Und auf den Tisch kommt heute Kristall so wunderschön. Nee, nee. Okay. Das ist irgendwie voll niedlich, wie die da draufkloppen, oder?
Na, der sauft schon nebenbei die ganze Zeit. Der hat schon genug für heute. Hallo, Kefkir. Kefkir sammelt Dingi. Was sammelst du denn? All Dingi, die herumliegen. Ist Trick. Wenn Kefkir sammelt, er muss weniger arbeiten. Ja, das ist natürlich schlau. Du meinst mit Sammeln nicht zufällig stehlen? Mit der Einstellung machst du dir keine Freunde stehlen. Du meinst mit Sammeln nicht zufällig stehlen? Kefkir ist doch kein Tief. Wir Gno niemals klauen. Ah ja. Nur wer viel sammelt, bekommt großen Platz auf anderer Seite. Was meinst du mit der anderen Seite? Was meinst du mit der anderen Seite? Platz für Gno, wenn der große Schatten sie holt. Du sprichst vom Schattenreich. Jep, kein Gno will Ewigkeit in Armut verbringen. Da, neben Goldstück. Omi sollte auch sammeln für andere Seite. Taschendiebstahl? Jawohl, Ring des Diebes erhalten. Supi. Haben wir noch den armen Gnom ausgeraubt. So ist das, ne? Ein Langfinger durch und durch. So, ist das gut, wenn ich hier gleich raufgehe? Ich denke schon, ne? Aha, eine Doppeltreppe. Klar, eine ist ja zu wenig. Ah, ist klar, wegen dem Trottel. Wie kommt der jetzt auf einmal daher? Du kannst aufhören zu schleichen. Ich habe dich gesehen. Mimi. Benimm dich. Du wagst es. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, das war jetzt nicht so toll, oder? Wie weit muss ich denn jetzt gehen? Ich hätte sperren sollen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das was ausmacht, ne? Oh mein Gott. Da bin ich erst. Oh mein Gott, Entschuldigung, ich mach's schon. Fleißige Gnome schuften für faule ja, Wächter. Ja, Entschuldigung. Du bist doch selber ein Wächter der Magier. So habe ich das auch nicht gemeint. Ich finde, nur die Magier könnten sich die Finger auch ruhig selber mal schmutzig machen. Langsam. Das habe ich jetzt erfolgreichst versemmelt. Echt. Vergammelt, genau. Das habe ich erfolgreich vergammelt. So. Nee, du hast Blitzersteine. Servus, ja. Skippen. Kann ich denn helfen? Irgendwie? Nein, danke. In Ruhe lassen. Ja, bitte. Und auf den Tisch komplett Kristall, so wunderschön. Da, nochmal. Verdammt, es tut mir sehr leid. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass mir die Schriftrolle das Genick bricht. So, du auch. Ja, ja, ja. Stehlen. So, Gold bekommen. Was meinst du mit anderer Seite? Und Diebstahl. So. Dann Schafauge und was war noch hier? Da der Pilz, genau. Ich schaue mich hier noch kurz um, wenn ich eh schon raufgehen muss. Da wäre noch so ein magisches Dings gewesen, genau. Zuerst nach unten, dann nach oben. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, ne? Wenn wir jetzt eh schon gescheitert sind, kann ich das auch vielleicht vernünftiger machen, dass ich wirklich zuerst nach unten gehe, die Gnome befrage und dann nach oben. Eine Spitzhacke. Hallo, Vega. Kaka. Redest du mit mir? Was hast du, Kleiner? Ja? Was hast du, Kleiner? Kefkir, kein Kumpo mehr. Klaut Glitzersteine. Aha. Und wenn Vega nichts liefert, Glitzersteine, Wallamir böse. Ja, klauen nicht normal. Ist klauen nicht normal bei euch Gnomen? Sagt Wallamir doch, dass Kefkir dich bestohlen hat. Nicht normal? Ist klauen nicht normal bei euch Gnomen? Nee, Gnomen nehmen Dingi von Homi oder Kavas, nicht von Kumpus. Ohne seine Kristalle, Vega hat großes Problem. Ganze 5 fehlen für nächste Lieferung. Meine Hilfe bei dieser Sache kostet dich was. Alles klar, ich besorge dir 5 Kristalle. Wie viel wirft diese Mine ab? Alles klar. Ich besorge dir 5 Kristalle. Jep, jep, Homi gibt die Glitzersteine. Famo! Meine Hilfe kostet dich was. Meine Hilfe bei dieser Sache kostet dich was. Was? Wenn ich dir helfe, erwarte ich, dass du mich dafür bezahlst. Vega Kumpo? Dafür kann ich mir auch nichts kaufen. Etwas Gold kannst du doch sicher locker machen. Okay. Vega Gipi Gold für Glitzersteine. Sehr gut.
Wie viel wirft die Mine ab? Wie viel wirft diese Mine ab? Viel ist gute Mine. Genaue Zahl Vega nicht weiß. Aber Kava ist hartnäckig. Gib nicht umsonst her ihre Schätze. Wenn alle Gno helfen mit, wir schaffen nächste Lieferung sicher. Gut für Zaubermänner und gut für Gno. Okay. Hier hast du 5 Kristalle. Tantanhomi ist Grane Kumpo. Und was ist mit meiner Belohnung? Jip jip, Vega hat Hono, gib ihr Donner für Homi. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Ich sollte aufhören mit diesen Stellen. So. Weil sonst fahre ich wieder ein. Gut, den haben wir geholfen. Dann zum nächsten. Hallo, Banu. Warum schürfst du nicht? Was nicht geht an? Valamir oder Faris dich geschickt? Ich bin mein eigener Auftraggeber. Valamir hat mich geschickt. Was geht dich an? Ja, die Wahrheit, oder? Valamir hat mich geschickt. Valamir böse. Valamir immer brüllen. Valamir Kacker. Valamir und Faris nie hören auf Banu, wenn warnt vor Gott so in Kava. Du redest von Monstern in der Mine? Jep, jep. Gott so Murksa, alle Gnu, wenn nicht Atto Atto. Warum hört euer Anführer nicht auf dich? Warum hört euer Anführer nicht auf dich? Faris nur Bretter im Kopf. Banu behaupten, Faris hat Brett vorm Kopf. Mhm. Verstand einhämmern könnte helfen. Nein, ein Klopper ohne Hono. Was? Nix Ehre, wenn schlagen Gnu. Ah ja. Was kann ich tun, damit du wieder die Spitzhacke schwingst? Was kann ich tun, damit du wieder die Spitzhacke schwingst? Banu Hacker, wenn Geräusche weg! Ich sehe hier keine Monster. Ich gehe den Geräuschen auf den Grund. Kannst du mir Schiffen beibringen? Geräusche auf den Grund, ja. Ich gehe den Geräuschen auf den Grund. Miss Miller! Homi besser als Valamir. Ich sehe hier keine Monster. Ich sehe hier keine Monster. Banu auch nicht sehen, aber hören. Kratzen gegen Fels, ganz in der Nähe. Homi muss ganz unten in Mine umgucken. Kannst du mir das Schürfen beibringen? Kannst du mir das Schürfen beibringen? Jep, jep. Wenn Homi hat Gold für diesen Gnu. Schürfen lernen. Du holst aus Erz und Goldadern deutlich mehr Ausbeute raus. Ja, warum nicht? Bring mir bei, wie ich besser schürfen kann. Jep, jep, Homi. Das ist ganz einfach. Sei etwas kleiner und hab kürzere Arme. Dann du bist automatisch vorsichtiger. Homies benutzen rohe Gewalt. Gnu streicheln den Stein kaputt, um ihn dann zu beklauen. Das keine Wissenschaft ist, das ist eine Kunst. Aha. Jawohl. Dankeschön. Das ist ein namenloser Gnom. Dem scheint es dann eh gut zu gehen, weil der Kisten schleppt. Hä? Warte jetzt schon das Geräusch? Fingerblatt. Und hier haben wir noch ein paar Kristalle. Tschack. So ist gut. Zack, zack, zack. Schlauerweise hätten wir zuerst diese Mine machen müssen, um mehr Ausbeute zu haben, aber... Passt, glaube ich schon. So. Haben wir hier auch noch einen Gnom? Zumindest mal eine Kristallader. So. Oh. Oh. Okay. Die Viecher gibt es wirklich überall. Hier sind riesige Fettspinnen. Okay. Dann machen wir die ganz besser hart, ne? Alter. Alter. Weg mit dir, du miese Viech. Sie sind ein bisschen an die Mindcrawler, ne? Hoppala. Das war zu früh weggesteckt. Ja, ja, ist schon gut. Unfassbares Mistviech. So. Okay.
Da müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Ich nehme hier gleich mal ein bisschen Proviant mit. So. Energiewelle, okay. Dann gucken wir doch mal. Ach, Spinnen! Ich hasse Spinnen. Ja. Gut gemacht. Ja. Okay, das nur zum Runterputzeln. Da würde ich sagen, dann gehen wir lieber hier rüber. Ich greife an! Ja, bitte, mach das. Das wäre sehr famos. Könnt ihr jetzt aufhören da? So, und eine Brotspinne, oder? Eine Brutspinne. Au. So. Au. Ich kann mir ein bisschen Grog saufen. Dass wir nicht komplett sterben. Ja, mach auf. So, ist gut. So, schön. Looty-Loot. Da war sonst nichts. Da drüben ist noch eine. So. Dann, was haben wir da? Nix. Ah. Wie sicher gibt es wirklich überall. Zack. 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 Das war heftig. Jawohl. Da ist die große Brutspinne. Auge. Pfui. Ah. Ich greife an. Pfui. Das ist nicht gut. Spinnen. Ja, Spinnen. Hart haben sie irgendwas mumifiziert. So, zack, zack. So, zack, zack. Das war ein Kampf. So. Ist da nicht einmal ein Schwammerl? Nein. Da waren wir auch schon. Gut. Halpo, Halpo, Atto, Atto! Okay, Kleiner, du brauchst Hilfe. Hab's kapiert. Homi Murksakritu? Schätze, du meinst die Spinnen. Jip, jip. Die sind platt. Du siehst so aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Du siehst so aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Oder willst du hier etwa nach Steinen suchen? Nö, Homi. Rabi Arafaris Kava. Okay. Du willst hier also keine Wurzeln schlagen. Wo genau ist Faris Lager? Folge mir, ich bring dich hier raus. Faris Lager. Wo genau ist Faris Lager? Homi Travo Topakawa, Kapi? Okay. Das Lager befindet sich also ganz oben in der Mine. Aha. Jip, jip. Dann komm mit. Folge mir. Ich bring dich hier raus. Homi Kumpo! Faris Kawa! Faris Kawa! Ja, ja, ich bring dich schon in Faris Lager. Du brauchst es nicht ständig zu wiederholen. Fabo, Rami Slova, Homi, nix better. Du meinst, ich soll langsam laufen? Jip, jip. Ja, kein Problem. Ich muss nur vorher das hier mitnehmen. Zack. Zack und zack. Sehr, sehr gut. So. Dann komm mal mit. Passt, er folgt uns noch. Alles gut. So, nix wie raus hier. Gemo, Gemo! Was ist los? Rami Taki Gemo! Nix, Gemo. Komm jetzt. Na gut, dann heb deinen Gemo auf. Na gut, dann heb deinen Gemo auf. Miss Miller, Rami Iowa Gemo. Was du nicht sagst. Gehen wir weiter. Gib Rami's Bedda. Was? Ja, okay. Gema, Gema. So. Theoretisch müssten wir sämtlichen Gnomen geholfen haben. Glaube ich.
Kefkir, ja, dann haben wir auch. Sollte soweit passen. Omi? Was ist denn jetzt schon wieder? Granne Draco, Odotini Draco, Akafaris? Rami Wana Granne Draco. Nix, Treppi. Drück dich mal klar aus. Na gut, wir nehmen den langen Weg. Noch entscheide ich, wo wir lang gehen, den langen Weg. Na gut, wir nehmen den langen Weg. Omi, Fabo, Kerl. Ja, ja, weiter. Also keine Treppenmagier, oder wie? Ja, wie komme ich dann hier rauf? Hier. Oder was? Schaut aus, ja. So. Oh, Loki, Loki, Mavi, Cliffo. Ja, die Felswand ist echt toll. Jetzt lass uns endlich weitergehen. Ach Gottchen. So, und dann hier rauf. Das meint er mit langem Weg. Okay. Wir sind nicht schlecht. Habe ich noch ein Schafauge mitnehmen können? Fahrrad. Homie. Homie ist Ramis Kumpo. Ja, ist schon gut, Kleiner. Rami Dona, Granne Dingi für Homie. Nicht schlecht. Danke. Gut, dann ist das wieder speicherungswürdig. So. Servus, Faris ist Meister des Minenbaus. Dieser Fuchsbau hier. Die Mine macht schon was her. Ja. Die Mine macht schon was her. Jip, jip. Alles Faris Wertarbeit. Sie wird niemals einstürzen. Faris prüft jeden Tag die Stützbalken. Du bist also für die Sicherheit verantwortlich, weil er mir möchte, dass ich euch helfe. Sicherheit verantwortlich. Du bist also für die Sicherheit verantwortlich? Mhm. Jip. Aber Faris kümmert sich auch um die anderen Gno. Böser Homie würde sie alle lasse sterben. Faris, Schimpfi, soll Gipi pausen. Du hast wohl viel zu tun. Du hast wohl viel zu tun. Viele Dinge, von denen Homie nichts versteht. Genau wie Rami. Hat auch nie was verstanden und verläuft sich im Stollen. Valamir möchte, dass ich euch helfe. Valamir möchte, dass ich euch helfe. Er dir sicher gesagt, dass du uns in den Arsch treten sollst. Naja, ja. Valamir immer mies gelaunt. Magier wollen viele Glitzersteine. Und wenn er nichts liefert, General von Homies böse. Darum wichtig, dass Probleme von Gno verschwinden. Welche Gnome soll ich helfen? Welchen Gnomen soll ich helfen? Nö, du ist guter Gnom. Arbeitet viel. Du solltest trotzdem fragen, ob er braucht Hilfe. Kefkir und Vega streiten viel in letzter Zeit. Sprich auch mit ihnen. Banu arbeitet zusammen mit Rami unten im Berg. Was deine Kollegen unten angeht. Was deine Kollegen hier unten angeht. Ich habe Rami gefunden. Ich habe Rami gefunden. Er hat im unteren Teil der Mine einen Durchbruch entdeckt. Dort kam eine große Spinnenhöhle zum Vorschein. Kaka. Ich hoffe, er hatte nicht zu großen Schreck bekommen. Ihm geht's gut. Miss Mila, ich freue mich. Dann wird Rami bald wieder arbeiten in Kawa. Was deine Kollegen hier unten angeht. Noetu braucht keine Hilfe. Nö, du brauchst keine Hilfe. Faris schon gedacht. Trotzdem gut zu fragen. Ich habe mit Vega gesprochen. Jip. Er hat keine Probleme mehr. Supi, Homie. Und ich habe mich um Banus Problem gekümmert. Gut, Homie. Banu ist wichtiger Arbeiter. Und Kefkir. Kefkir ist fleißig bei der Arbeit. Gut, Homie. Tantan, ich danke dir. Ich habe mich um alle Gnome gekümmert. Dann Homie Kumpo von Gno. Du jetzt großer Freund. Schau. Hast du gesprochen mit Wächter Valamir? Noch nicht. Dann Homie sollte reden mit ihm wegen Halpo. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Homie hat genug getan. Okay. Gut, gut, gut. Dir geht's gut? Ja, schaut aus. Gut, dann werden wir das auch nochmal speichern, weil wenn ich hier jetzt noch was mitgehen lasse, habe ich schon immer Sorge, dass ich wieder einen auf die Gosch bekomme. So.
Wo ist denn der? Der war letztes Mal da. Jetzt ist er nicht mehr da. Wo ich mal die Kiste aufzumachen? Jawohl. Sehr gut. Schnitter. Gold- und Pokalschnitter. Eine einfache, breite Klinge erfordert viel Kraft. 35 bis 70. Aha. Ja, okay. Alles nehmen. Und die Spruchrolle. Heilung erhalten. Okay. So. Lagerfeuer. Da ist noch eine Truhe. Die ist klein und fein. So. Apfel, Gold, Jadestein, Hammer. Passt. Und hier drinnen noch die Spruchrolle. So. Ist der Kerl jetzt wieder draußen? Wahrscheinlich. Dann schauen wir mal, ne? Dann hätten wir es ja glatt geschafft. So. Wo ist er denn? Da, glaube ich. Servus, Valamir. Ich habe mich um deine Mine gekümmert. Ich habe mich um deine Mine gekümmert. Das will ich dir auch geraten haben. Da, nimm dieses Gold. Damit du merkst, dass harte Arbeit sich lohnt. Und jetzt, Abmarsch! Deine Belohnung ist ein bisschen mickrig gewesen. Boah, wie gemein. So gut bin ich auch nicht. Ja, das dachte ich mir schon. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Wenn du Gold hast, kann ich dir erklären, wie man Leute zur Sau macht. Einschüchtern. Danke, passt schon. Glaube ich. Also dann, Servus. Okay, wir speichern mal. Oder soll ich das doch lernen? Wenn was wir können, können wir, oder? Hallo, bring's mir vielleicht doch bei. Bring mir etwas bei. Ja. Einschüchtern lernen, Härte 20, Einfluss 20. Du machst mächtig Eindruck. So viel Eindruck, dass dir der Ärger aus dem Weg geht. Steigert Einschüchtern um 10 pro Stufe. Miros. Bring mir bei, wie ich Leute einschüchtern kann. Ja. Das Geheimnis ist Autorität. So einen Ruf musst du dir aufbauen. Such dir die größte Schwachstelle im Charakter deines Gegenübers. Dann hackst du so lange darauf rum, bis er einknickt und nachgibt. Es ist ganz einfach. Na schön. Danke. Kann ich dich jetzt schon einschüchtern? Dafür bin ich nicht gut genug. Hey. Kann ich das Bring noch? Mir etwas bei. Kann ich das Wenn noch du mal lernen? Ich bin noch nicht gut genug. Okay, da fehlt mir wahrscheinlich die Härte oder der Einfluss. Irgendwas in der Richtung wahrscheinlich. Hätte ich genug Geld? Ich denke schon, oder? Ja, ich hätte genug Geld. Einfluss. War es jetzt so oder andersrum? Ich weiß es nicht. Wurscht. Ich mach das mal so. Hallo. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Wenn du Gold hast, kann ich dir... Ja. Härte 40, Einfluss 50. Bring mir bei, wie ich Leute besser einschüchtern kann. Ja. Natürlich. Kein Problem. Danke. Ah, geht nochmal. Okay. Geht's jetzt schon? So gut bin ich okay, auch nicht. Okay, dann lassen wir's. Was man hat, hat man, oder? Charakter. Fähigkeiten. War das hier dabei? Nein. Fähigkeiten. Einschüchtern. Wollte ich nur schauen. Was ist doch hier? Magie, Diebeskunst, Nahkampf. Na, na. Nee, nee. Ist dann schon hier wahrscheinlich, ne? Einschüchtern. Einschüchtern, ja, ja. 75 einschüchtern, okay. Na, passt schon. Ich werde dann wahrscheinlich eher auf Nahkampf dann später gehen. Jo. Gut, dann würde ich sagen, als nächstes werden wir hier Bericht erstatten bei den Magiern, würde ich sagen. Und, ach, Blödsinn.
Das Monument muss ich noch fertig machen. Okay, dann zuerst Monument und dann werden wir die Magie besuchen. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!